und gut ist. Nein, bleib, bleib. Gehst du weg. Die sind meine. Nicht deine. Die haben mit dir nichts zu tun. Die mögen dich nicht. Ich beuge mich eurem Willen. Na gut, vielleicht mögen sie dich doch. Vielleicht waren sie auch früher mal mit dir verwandt. Wo soll mein Blut vergossen werden? Das weiß man ja nie so genau. Was liegt an? Mit wem die Alexstrasza alles so ihren Spaß gehabt hat. Sprecht, Dummkopf. Die große Drachenmutter. Ich hoffe, das Knallen hat man im Hintergrund jetzt nicht gehört. Wenn doch, war es der Durchzug. Ja, wenn man Fenster und Tür auf hat, passiert sowas mal. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist auch noch sowas, was mich an Frostwimps ein kleines bisschen stört. Aber nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Die brauchen so lang. Gut, dafür sind sie aber auch gut. Ja, die Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Och, sollen sie stürmen. Vorsicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, wir endlich. Werden immer noch angegriffen. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Frostwurms. Endlich. Nee. Ihr habt gerufen? Stimmt doch gar nicht. Sind doch gar keine 3. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt kommt doch gerade der 5. Lass mal das Ganze mit dem Holz sammeln hier. Ach du Scheiße, jetzt geht's nämlich auch noch zurück, okay. Ich starte jetzt mal einen Angriff. Was ist das diesmal? Fertig, weil ich verliere endlich. Jetzt hier Kohle. Ah, und das muss nicht sein. Wenn es nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Hätte nicht sollen sein, denn... Ohnegleichen sein. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Seht ihr, jetzt habe ich wieder Komposten. Das Katapult muss tot gehen. Muss sterben, muss tot gehen. Macht's kaputt. Alle macht's der Geißel. Oh, schön, altes Level ab. Ja, komm. Sprecht, Dummkopf. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Für den Lichtkönig. Diese Pein wird euch erwarten. Jetzt, Frostmoon. Ah, nein. Endlich. Jetzt, Frostmoon. Aber so wird's, so wird's. Niemand erteilt mir Befehle. Drachen hat kleine Glocken, ganz was schnell kleine Glocken, dass sie keine Drachen mehr beschwören können. Sprecht, Dummkopf. Ja, super, jetzt geht auch noch Kaltusat hops. Was ist das diesmal? Und Arthas. Unser Held wurde getötet. Das wird. Wenn nicht, warte ich eben einfach, bis die beiden wieder da sind und gut ist. Die Bodeneinheiten platt. Du gehst auf den Drachenhort und jetzt alle zusammen Boden platt machen. Ja, kommt. Und das Katapult noch, dass uns das nicht mehr gefährlich werden kann.
In der Zeit Arthas und Tusat, obwohl eigentlich reicht ja Tusat. Ja, ist gut, komm. Pack deinen Zahnstocher wieder ein. Genauso wie du. Jetzt mach doch endlich mal hier kaputt. Das hat nicht mehr viel Leben. Seht ihr? So. Dann können die keine Drachen mehr beschwören. Und wir sind ein bisschen feiner raus. So. Und schön. Gut. Wäre das jetzt auch geklärt in der Zeit? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, da haben wir ja noch einen. Schön. Oh, der darf jetzt hier mal so ein paar Gebäude kaputt machen. Habe ich noch was? Ja, komm. Ich habe noch für mir einen neuen zu holen. Ungläubige haben unsere Verteidigung. Das reicht noch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sag mal, der kleine Feuerscheiß-Spucken. Feuerschmeißende Ork da unten. Ich wollte gerade schon sagen, Feuerscheißende Ork. Der nervt mich ein bisschen. Muss man schon sagen. Der nervt. Wir haben unsere Verteidigung gestürmt. So, ist doch das Ganze doch schon viel ruhiger hier. Entspannter, jetzt wo der Drachenhort weg ist. Aber du weißt da unten nicht so ganz, was du machen sollst. Kann das sein? Ich sag dir, was du machen sollst. Sterben. Siehst du? Du wirst sogar noch schockgefrostet, damit du schön frisch bleibst. Und dann bist du tot. So. Ja, du auch. Und da zerlegen wir das jetzt hier ganz, das Ganze hier in aller Ruhe. Geht noch so weit? Nö. Kloppe ich hier die Basis ein. Tusat, komm her. Unsere Streitkräfte werden du wirst genug Rückendeckung haben, denke ich mal, die... Moment bitte. So, da bin ich jetzt auch mal wieder. Kel'Thuzad habe ich gerade hierher geschickt. Ich räume jetzt mit dem Drachen eben die Basis auf und dann kann ich ihn ganz beruhigt ans Dämonentor schicken. Ohne, dass mir da was in die Quere kommt. Deswegen jetzt hier mal schön alles umbauen. Ja. Ach, komm da her. Brennst du schon? Nein, du brennst noch nicht. Jetzt brennst du. So, jetzt brennt das Gebäude und jetzt fällt es gleich von allein auseinander. Das ist das Schöne. Man muss hier nur weit genug. Man muss hier nur weit genug killen. Brauchst dich nicht zu teilen. Ich bring alle vier von dir um. Wenn du viermal sterben willst, lass ich dich viermal über die Klinge springen. Auch okay. Ich weiß, nur einer ist der Richtige, das andere sind Spiegelbilder trotzdem. Lasst meinen Drachen doch was zu tun. So, mein lieber Kel'Thuzad. Meine Drachen waren jetzt mal fleißig. Sie haben ordentlich was getan. Nämlich... gerade mal eben so die ganze Ork-Basis zerlegt. Also, tu du auch was und schwing deinen Arsch zum Dämonentor. Ja, unverzüglich. Das klingt logisch. So, jetzt gucken wir mal. Moment, Arthas ist tot. Den hab ich nicht wieder belebt. Oh, Nicole. Ich rufe euch, Archimond. Euer untertänigster Diener wünscht Audienz. Thank you.
habt mich gerufen, kümmerlich an mich. Und hier bin ich. Ihr seid Kel'Thuzad, richtig? Ja, Großmächtiger. Ich bin der, der euch rief. Wohlan denn. Ihr müsst ein spezielles Buch finden. Das letzte erhaltene Zauberbuch von Medivh, dem letzten Wächter. Nur seine verlorenen Beschwörungen sind mächtig genug, mich in eure Welt zu bringen. Wo soll ich danach suchen, Großmächtiger? Reist in die Stadt der Sterblichen namens Dalaran. Dort wird das Buch verwahrt. Heute in 3 Tagen, zur Dämmerstunde, beginnt ihr die Herbeirufung.